Wie ist es so, wenn ihr auf der Straße seid? Kennt man euch noch als... Alle Kinder, ganz alle Leute, ach nein. In Holland sind sie sehr nüchtern. Sind sie nicht von, das ist mehr, dass ich sehe, dass sie zueinander sagen, das ist die Jose von Luft und das ist die Marke. Aber nicht, dass es hysterisch ist, das ist nur mit Auftritten. Dann ist es wirklich kann es sehr hysterisch. Haben wir auch Boys, Jungs, ja. die alles, ja, Bodyguards, die alles, sonst dann geht die ganzen Leute gehen auf das Podium und schrecklich. Aber nicht die normalerweise sind holländische Leute sind sehr nüchtern. Wir machen auch wieder Auftritte. Aber jetzt das Unterschied zwischen damals und jetzt ist, dass wir jetzt tun, was jetzt ist und keine Pläne für was. Es ist kein Karriere. Wir tun, was wir jetzt. Als Lust und Liebe. Ja. So jetzt gehen wir im Studio ein CD machen und wir haben Auftritte und das ist es für jetzt. Und was nachher kommt, das sehen wir schon. Er ist sehr stolz. Er sagt zu jedem, meine Mama ist eine Sängerin, aber er sagt nicht bei welcher Gruppe. er liebt Guns N' Roses, Bon Jovi und dann ist es ein bisschen, dann, er sagt es, aber nicht zu seinen Freunden, weil er sagt, weißt du das, so, aber er ist richtig sehr stolz auf, dass ich eine berühmte Sängerin bin, sagt er immer. Meine Mami ist eine berühmte Sängerin. Früher, wenn ich ein Kind war, gehen wir immer nach Italien und dann gehen wir durch die Schweiz und das war immer so nett. Wie heißt das? Sauber. Sauber. Sauber, ja, sehr sauber. Ja. Und sehr schön, natürlich, ja. Die Berge und ja. Ich finde das immer sehr schön. Ja, und alles ist so nett und frisch. Ja, ich finde das sehr schön. Jose, was weißt du über die Schweiz? Dass sie sehr leckere Schokolade haben. dass sie sehr schöne Skigebiete hat. Dass ich ein Uhr da gekauft habe. Ist die aus der Schweiz? Ja, das ist aus der Schweiz. Ah, Jahre her, wenn ich noch viel, 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 viel Geld hatte. Und dass ich habe immer schon 20 Mal den Film Heidi gesehen. Das ist noch immer sehr schön. Und sehr freundliche Leute hat. Und ich liebe die Schweizer Käse. Sehr. Die Männer, ja. In den Lederhosen. Für mich dasselbe. Als ob er nicht so lange Zeit dazwischen gewesen war. Das war, das finde ich das Wichtigste, dass das, wir sind älter und erwachsener und erfahrener und nicht mehr so Mädels.